Qualitäten des achtsamen Gewahrseins von Fred von Almen. Nichts als Störung sehen. Während ich spreche, könnt ihr gleich versuchen, im Meditationsmodus dabei zu sein, soweit das möglich ist. Jetzt. Die optimale Qualität des achtsamen Gewahrseins, das heißt die Art und Weise, in der wir präsent sind, ist ein wesentlicher Aspekt der Meditationspraxis. Es ist ein achtsames Gewahrsein, welches in unmittelbarem Kontakt ist mit der gegenwärtigen Erfahrung und dabei nicht vergleichend ist, nicht wertend, nicht urteilend oder verurteilend, nicht kritisch oder ablehnend, nicht erwartend oder befürchtend, auch nicht gleichgültig oder klebrig anhaftend. Dieses Gewahrsein heißt willkommen. Es ist geräumig, gelassen, annehmend, sanft, flüssig und flexibel. Seine besondere Qualität ist, gewillt zu sein, zu sehen, was ist. Die Bereitschaft zu spüren, was gerade vorhanden ist. Dies bedeutet, in nicht manipulativer Weise gegenwärtig zu sein. Also nicht achtsam und präsent, damit die Erfahrung so wird, wie wir sie möchten, sondern wir sind achtsam und präsent mit dem, was ist, so wie es ist, in unmittelbarem Kontakt. Diese Achtsamkeit ist nicht vage und unbestimmt. Sie ist auch nicht begrifflich, gedacht oder vorgestellt, sondern unmittelbar und direkt. Mit dieser unmittelbaren Qualität der Achtsamkeit begegnen wir der Vielzahl von Erfahrungen, den sogenannten Objekten der Achtsamkeit. Vielleicht ist es verständlicher, von Erfahrungen zu sprechen als von Objekten. Gemeint ist dasselbe. Mittels dieser Art von Achtsamkeit können wir in der Sitzmeditation mit den Körperempfindungen in Kontakt treten oder mit den Empfindungen, die durch die Atembewegungen entstehen. Dabei muss nichts getan werden. Es bedeutet, sich einfach in der momentanen Erfahrung niederzulassen. Interessiert, gewahr, präsent. In der Sitzmeditation kann die Achtsamkeit auf Körperempfindungen unser Ausgangs- und Ankerpunkt sein, zu dem wir immer wieder zurückkehren. Doch immer wieder ziehen andere, besonders auffällige Erfahrungen unsere Aufmerksamkeit von der Körpererfahrung ab. Jemand hustet, wir hören Lärm, die Stimme der Lehrenden oder andere Geräusche, die laut genug sind, dass die Aufmerksamkeit von selbst zum Hören geht. Normalerweise würden wir das wohl als eine Störung betrachten. Hier aber gibt es keine Störung. Denn in dem Moment, in dem die Achtsamkeit zum Hören wechselt, wird genau dieses Hören zur Praxis. Es ist das, was jetzt dran ist, die Praxis achtsamen Hörens. Dieses achtsame Hören ist unmittelbar im Kontakt mit der nackten Erfahrung des Hörens. Dabei wird nicht überlegt, was genau wir da hören, wer wohl hustet oder ob er wohl Hustenbonbons braucht oder nicht. Es ist einfach das unmittelbare Präsent und Wachsein in der Erfahrung des Hörens, solange diese dauert. Wenn sie endet, können wir zu den Körperempfindungen zurückkehren. Lärm oder Geräusche, Stimme oder Klang sollten nie als Ablenkungen betrachtet werden. Sie sind einfach die nächste Erfahrung, die unserer vollen Aufmerksamkeit wert ist. Sie entsteht im Gewahrsein, verändert sich und verschwindet wieder. Genau wie die Körper- und Atemempfindungen. Dem Hören folgt oft ein Bild, ein Gedanke, ein Benennen. Zum Beispiel, ein Flugzeug. Gewahr zu sein, wie solche Bilder, Gedanken, Begriffe im Geist auftauchen und wieder verschwinden, ist Teil der Meditation und keine Störung. Manchmal hören wir Kampfflugzeugmanöver vom nahegelegenen Armeeflugplatz
und erleben vielleicht Empörung, Unverständnis oder Aversion. Falls Gewahrsein präsent ist, kommt es nicht zur Ablenkung. Die Erfahrung mitsamt ihren Gefühlen erscheint im Gewahrsein, verändert sich und verschwindet wieder, ganz von selbst. Wenn ich mich aber in der Geschichte verliere und bereits plane, was ich dem Militärdepartement schreiben werde, wobei ich völlig vergesse, dass es nur Gedanken und Gefühle sind, die in mir ablaufen, dann ist das Ablenkung und nicht mehr Meditation. Beim Hören lässt sich gut beobachten, wie wir die Erfahrung nach außen projizieren, mit Vorstellungen darüber, was dort draußen passiert, statt das Hören als eine weitere Erfahrung zu erkennen, die sich im Gewahrsein manifestiert und wieder auflöst. Je nachdem, ob wir präsent sind oder nicht, erkennen wir dies oder verlieren uns darin. Erwünschtes, Unerwünschtes. Alles hat Platz. Beim Meditieren zeigen sich viele verschiedene Geisteszustände. Zum einen schwankt unser Energieniveau. Vielleicht tritt Schläfrigkeit auf oder ist eine ausgesprochen starke Wachheit und Präsenz da. Dann wiederum stellen wir fest, dass Bequemlichkeit, Faulheit und Trägheit präsent sind oder aber, dass Energie und angemessenes Bemühen vorhanden sind. Auch variiert die Funktionsbereitschaft des Geistes. Wir bemerken Zerstreutheit oder aber starke Sammlung. Manchmal ist die Achtsamkeit stark, manchmal ist Achtlosigkeit da, die meist erst spät bemerkt wird. Zudem können emotionale Schwankungen einen bedeutsamen Einfluss auf Herz und Geist haben. Das mögen Freude oder Trauer sein, Angst oder Vertrauen, Liebe oder Hass. Es können auch Anteilnahme oder Teilnahmslosigkeit sein, Mitgefühl oder Grausamkeit, Enthusiasmus oder Lustlosigkeit, Mitfreude oder Eifersucht. Es mögen Interesse oder Langeweile auftreten, Neid oder Wertschätzung, Anhaften oder Abkehr, Loslassen oder Festhalten, Geiz oder Großzügigkeit, innere Enge oder Weite, Dünkel oder würdige Demut, Einsamkeit oder Verbundenheit, Bedrücktheit oder Unbeschwertheit, Inspiration oder Entmutigung, Fröhlichkeit oder Betrübtheit, Feigheit oder Mut und vieles mehr. Diese Geisteszustände und Gefühle entstehen nicht zufällig und auch nicht, weil wir sie bestellt haben, sondern weil die entsprechenden inneren und äußeren Bedingungen zusammengekommen sind. Dies liegt in der Natur des Seins und folgt gewissen Gesetzmäßigkeiten, ähnlich wie das Wetter. Dass solche Erfahrungen in Herz und Geist entstehen, ist ein natürlicher Vorgang. Ob angenehm oder unangenehm, beliebt oder unbeliebt, erhofft oder befürchtet, wir brauchen daraus kein Problem zu machen. Diese Geisteszustände können tiefes Leid verursachen, abhängig davon, ob wir sie achtsam erkennen und wie wir mit ihnen umgehen. Doch immer, wenn es uns gelingt, mit der optimalen inneren Haltung achtsam mit diesen Erfahrungen präsent zu sein, dann gibt es kein Problem. Auch nicht, wenn wir nicht bestimmen können, ob sie unangenehm oder angenehm sind. Sobald wir jedoch wertend, verurteilend, ablehnend, anhaftend oder verlangend damit umgehen, wird es mühsam und leidvoll. Noch leidvoller wird es, wenn gar kein Gewahrsein, gar keine Achtsamkeit vorhanden ist. Dann sind wir verloren in diesen Zuständen und all den Multipacks von Geschichten, Gedanken und Dramen, mit denen sie daherkommen. Verloren im Drama von Samsara, dem Kreislauf des Leidens. Wenn Gewahrsein da ist und wir merken, was läuft, können wir uns darin schulen, allem in einer heilsamen, optimalen Haltung zu begegnen. Dem Kind einen Namen geben. Im Vipassana-Zugang gibt es einige Hilfsmittel, die uns unterstützen, mit diesen Erfahrungen in Herz und Geist gegenwärtig zu sein, ohne dass sie zum Problem werden. Voraussetzung ist, wie gesagt, dass wir wach und achtsam sind
und bemerken, was gerade im Geist auftaucht und uns in Beschlag nimmt. Wenn der Geisteszustand dramatisch ist, hilft ein kurzes Benennen. Wenn wir geübt sind, ist Benennen zwar nicht mehr nötig, aber oft hilft es doch, uns besser zurechtzufinden. Benennen heißt, dass wir im Geist ein zur Emotion passendes Wort verwenden, welches das Kind beim Namen nennt. Zum Beispiel Verlangen, Ärger, Übermut oder Freude. Was immer zutrifft. Indem wir dies tun, haben wir bereits einen entscheidenden Schritt aus dem Verlorensein und Drama herausgemacht. Es braucht die Klarheit, den vorhandenen Zustand kurz zu benennen, um dann wieder in nicht begrifflicher, achtsamer Präsenz zu ruhen. Dadurch verändert sich etwas. Jetzt ist nämlich klar, womit die Achtsamkeit in Kontakt ist. Manchmal benennen wir einen unangenehmen Zustand in der Hoffnung, ihn dadurch loszuwerden. Wir benutzen das achtsame Benennen wie eine Keule, um das Gefühl zu beseitigen. Das ist offensichtlich nicht sinnvoll. Achtsames Benennen soll der Fähigkeit dienen, jeden Zustand, ob erwünscht oder lästig, im Gewahrsein zu belassen, ohne sich damit zu identifizieren oder sich darin zu verwickeln. So entsteht innere Freiheit. Wenn wir bereits Erfahrung mit dem Benennen haben, gibt es einen weiteren interessanten Aspekt. Wenn wir gut zuhören, in welchem Tonfall wir die momentane Erfahrung innerlich benennen, können wir gleich erkennen, welches unsere innere Haltung ist. Man kann frustriert sagen, Ärger, oder bewertend, Ärger, oder interessiert staunend, Ärger. Der Tonfall offenbart, wie wir mit der Erfahrung präsent sind, mit welcher Qualität der Achtsamkeit wir dem Erlebten begegnen. Ein mögliches Problem hier ist, wir sind unter Umständen schnell dabei, ein bisschen mehr zu denken und uns etwas über den momentanen Vorgang zu erzählen, statt ihn nur zu benennen und die Tonlage wahrzunehmen. Mit dem Benennen muss einhergehen, dass wir uns von der Identifikation mit der aktuellen Geschichte und dem dazugehörenden Gemütszustand abwenden. Der Moment, in dem wir aussteigen aus dem Gefangensein im Drama, ist wie eine 180-Grad-Drehung. Dann entsteht ein unmittelbares Erkennen der aktuellen Erfahrung. Mehr Handwerkszeug. Bei etwas schwierigeren emotionalen Zuständen finden es manche hilfreich, sich wieder im Gewahrsein des Körpers niederzulassen und achtsam zu spüren, wie sich diese Gefühle und emotionalen Zustände im Körper anfühlen. Es fällt uns leichter, uns nicht in der Geschichte, im Drama zu verlieren, wenn wir im Körper verankert sind. Wenn wir die Erfahrung im Körper spüren, bedeutet dies, dass wir sie zugelassen haben. Manchmal besteht die Gefahr, dass wir zwar irgendwie wahrnehmen, was läuft, aber das Gewahrsein dazu benutzen, die Erfahrung nicht zuzulassen. Das kann zwar meditativ und befreiend anmuten, ist es aber nicht. Es ist eine Art von Verdrängung. Wenn ihr mit Vipassana und Mahamudra experimentiert, dann schaut, ob ihr die Achtsamkeit dazu missbraucht, die unerwünschte Erfahrung zu verdrängen, eher die Vipassana-Fehlvariante, oder ob ihr euch in ein eher abgehobenes Gewahrsein begebt, das nicht mehr in Kontakt mit der eigentlichen Erfahrung ist, eher die Mahamudra-Fehlvariante. Seid so weit wie möglich gewahr und präsent, genau mit dem, was die Erfahrung jetzt ist, ohne etwas dazu zu tun, ohne etwas davon wegzunehmen, ohne sie loswerden zu wollen, ohne euch darin zu verlieren, zu vergessen, zu verstricken. Seid präsent und nicht eingreifend, sodass mehr und mehr offensichtlich werden kann, wie all die Erfahrungen von selbst kommen und gehen, entstehen und verschwinden, seit jeher. Da ist nichts, was wir dazu tun müssen und nichts, was wir wegnehmen müssen. Es ist dieser phänomenale Tanz der Erfahrung. Gelassenheit besteht darin, wirklich willens und fähig zu sein, die ganze Skala der Erfahrungen zuzulassen, zu spüren, ohne davon hin und her gezerrt zu werden,
ohne sich ständig im Drama zu verlieren, aber auch ohne abzuhängen und aus diesem Kontakt und der Verbundenheit mit der Erfahrung zu fliehen. Gelassenheit, wie wir sie hier verstehen, und Gleichgültigkeit mögen zwar manchmal ähnlich aussehen, der Unterschied zwischen ihnen ist aber immens. Er besteht im Kontakt. Echte Gelassenheit ist wirklich mit der Erfahrung im Kontakt. Sie spürt sie und ist mit ihr einverstanden, auch wenn sie unangenehm, schwierig oder unerwünscht ist. Echte Gelassenheit verliert sich nicht in der Erfahrung, auch wenn sie fantastisch, angenehm und erwünscht ist. Gelassenheit ist die Fähigkeit, alle Gipfel und Täler des Erlebens voll und ganz mitzuerleben, ohne davon überwältigt zu werden. Sobald wir aus dem Kontakt herausgehen und Meditation benutzen, um die momentane Erfahrung nicht zu spüren, entstehen Gleichgültigkeit oder Teilnahmslosigkeit. Eindeutig keine heilsamen Geisteszustände. Eine ähnliche Situation liegt vor, wenn wir auf abgehobene Weise im offenen Gewahrsein ruhen, fern von den körperlichen und emotionalen Erfahrungen. Wir lassen uns also interessiert und wach nieder im Erleben der Körperempfindung, der anderen Sinneserfahrungen, der Gefühle, Emotionen oder Geisteszustände. Was immer im Geist entsteht und vergeht, nichts muss eine Ablenkung sein, denn alles hat Platz im Raum des achtsamen Gewahrseins. Jedes Mal, wenn wir aus dem Verlorensein aufwachen, entsteht ein neuer, wertvoller Moment, in dem wir wieder präsent sein können, unverstrickt und zugleich voll und ganz im Kontakt mit dem Erleben von Moment zu Moment.